Es ist eine Märchenwelt, in die Polina Semjonowa führt, wenn sie mit ihrem Partner Wladimir Malakow die verzauberte Prinzessin Odette tanzt. Tschaikowskis Schwanensee, der Inbegriff des klassischen Balletts. Mit Polina Semjonowa tanzt Weltspitze auf der Berliner Bühne. Gerade mal 21 Jahre alt. Und schon eine prima Ballerina. Der Star-Tänzer und Intendant des Staatsballetts hat sie entdeckt. Ich habe mit ihr das gleiche Experiment gemacht, was damals auch mit mir gemacht wurde. Ich habe sie direkt von der Ballettschule des Moskauer Bolschoi-Theater als erste Solotänzerin nach Berlin geholt. Und sie ist bereits jetzt weltberühmt. Sie erzählt, sie fühlt die Musik, sie ist unglaublich musikalisch, für mich eines der größten Talente. Sie kennt ihre Rollen in- und auswendig, hat eine unglaubliche Disziplin. Training der gesamten Truppe, die erste Solistin mittendrin. Die russische Schule, eine der härtesten überhaupt, kennt sie von klein an. 8 Stunden täglich proben bis zur Perfektion. Alles zusammen ist wichtig für die Arbeit, der Kopf, aber auch das Gefühl. Man darf nicht nur mit den Beinen arbeiten, man muss eben auch fühlen. Schwer zu sagen, was wichtiger ist. Dem Berliner Staatsballett, das vor gut einem Jahr aus den Ensembles dreier Opernhäuser gegründet wurde, verleiht sie neuen Glanz. Das Publikum liebt sie, Traumfrau und junges Mädchen zugleich, aus kleinen Verhältnissen mit einer Bilderbuchkarriere. Ballett ist alles für sie, völlige Hingabe, ihre Welt, ein Märchen, an dem sie alle teilhaben lässt.